WDR 3 Meisterstücke. Klassik für Entdecker mit Michael Lohse. Ich komme vom Kabarett, liebe klassische Musik und rede gern darüber. Weg mit den Schubladen. Klassik ist doch oft auch nur die Popmusik der letzten Jahrhunderte. Es gibt so unfassbar viel tolle Musik. Aus dieser Fülle suche ich zusammen mit meinem Team jede Woche ein Meisterwerk aus und erzähle seine Geschichte. Jede Wette, unser heutiges Musikstück kennen Sie alle. Und Sie hören es regelmäßig. Happy Birthday to you. Gut, nicht ganz so regelmäßig. Dafür ist es schon einige Jahre älter. Wir nähern uns. Unser Meisterstück ist allerdings ein reines Klavierstück, vielleicht das bekannteste überhaupt. Die Bagatelle in A-Moll von Ludwig van Beethoven, die unter diesem Namen kaum jemand kennt. Dafür ist der Rufname umso präsenter. Für Elise. Einer der populärsten Anfänge der Musikgeschichte und einer der großen Ohrwürmer von Beethoven. Getoppt wird dieses Tida, 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 da, da, da. Vielleicht nur noch vom Ja, pa, pa, pa. Und schon spannt sich die ganze Bandbreite von Beethovens Schaffen auf. Auf der einen Seite die großen Sinfonien, monumentale Orchesterwerke, komplexe Kompositionen, die musikalisches Neuland betreten. Und auf der anderen Seite für Elise. Gerade mal 3 Minuten lang. Ein kurzes Klavierstückchen, auf den ersten Blick so simpel, dass sich fast jeder Klavierschüler daran versucht. Als Beethoven das Stück 1810 schreibt, hat er schon 6 Sinfonien hinter sich und eine Karriere als Klaviervirtuose in Wien, der musikalischen Hauptstadt Europas. Und dann so eine 3-Minuten-Petitesse? Nun ja, immer langsam. Denn so schlicht für Elise auf den ersten Eindruck wirken mag, es ist nichts, was man nach 2 Jahren Klavierunterricht mal so eben unter dem Weihnachtsbaum für die Großeltern herunterspielt. Wollte man für Elise katalogisieren, dann wohl als Bagatelle, also als kurzes Klavierstück, das in der Form frei ist, aber sich durch eine eigene musikalische Sprache auszeichnet. Und das gelingt Beethoven hier einwandfrei. Direkt zu Beginn führt er dieses Motiv ein. E und Dis, also 2 Töne, die direkt nebeneinander liegen und mehrfach hintereinander gespielt werden. Diese einfache, aber markante Idee zieht sich durch das ganze Stück. Sie wird verlängert im Rhythmus verändert oder verziert. So eingängig das ist, Beethoven schreibt hier kein Lied, sondern explizit ein Klavierwerk. So verschränkt er die Melodie und die Begleitung zu einer durchlaufenden Linie. Die Musik fließt in weichen Bögen dahin, leise und eher in sich gekehrt. Typisch für Beethoven, der selbst betonte, dass Kunst für ihn nicht mehr nur Handwerk ist, sondern einen Selbstzweck hat. Übe nicht allein die Kunst, sondern dringe auch in ihr Inneres.
Denn nur die Kunst und die Wissenschaft erhöhen den Menschen bis zur Gottheit. Zwischen das ruhige Hauptthema setzt Beethoven zwei Abschnitte, die ganz anders daherkommen. Zuerst einige Takte mit flüssigen Läufen. Später dann eine eher düstere Passage, die sich ohne Vorwarnung ins Hauptthema mischt. So entstehen auf engstem Raum Kontraste, schnell und langsam, laut und leise. Eine Miniatur, ganz typisch für Beethovens mittlere Schaffensphase, in der er neben seinen großen Kompositionen auch die kleinen Formen pflegt. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage: Wer bitte war diese Elise? Und diese Frage führt uns mitten hinein in eine musikalische Detektivgeschichte. Tatort München, 1865. Der Musikwissenschaftler Ludwig Nohl stößt in einem Notenfundus auf eine bislang unbekannte Komposition von Beethoven, fast 40 Jahre nach dem Tod des Meisters. Überschrieben ist das kurze Stück mit einer Widmung. Für Elise am 27. April zur Erinnerung von Ludwig van Beethoven. Mehr als 150 Jahre ist dieser Fund jetzt her. Aber wer Elise war, ist bis heute unklar. Dafür kursieren diverse Vermutungen und Theorien, und regelmäßig kommen neue dazu. Hier die Top 4 Möglichkeiten. Theorie 1: Es gab gar keine Elise. Nach Beethovens Tod war das Notenblatt zunächst im Besitz der Musikerin Therese von Malfatti. Angeblich plante Beethoven eine Zeit lang, diese Dame zu heiraten. Daraus wurde nichts, aber vielleicht wurde daraus immerhin für Therese. Schöne Theorie, die aber heute als unwahrscheinlich gilt. Beethovens Schrift war zwar bisweilen ein ziemliches Gekrakel, Therese und Elise sahen bei ihm aber doch unterschiedlich aus. Beweisen kann man das nicht mehr, denn Beethovens handschriftliche Version des Stückes ist verschollen. Bis heute existiert nur die damalige Abschrift des Musikwissenschaftlers Ludwig Nohl. Und das öffnet den Raum für Theorie 2. Der Titel ist nicht von Beethoven. Nach Beethovens Tod war das Notenblatt einige Jahre im Besitz des Pianisten Rudolf Schachner. Und wie der Zufall es will, hießen sowohl dessen Frau als auch seine Tochter Elise. Vielleicht hat Schachner das Notenblatt mit einer Widmung versehen und Nohl hat das nicht erkannt. Möglich, aber eher abstrus. Genauso wie Theorie 3. Das Stück stammt gar nicht von Beethoven, zumindest nicht komplett. Das Beethovenhaus in Bonn besitzt ein Skizzenblatt Beethovens, das allerdings nur den Beginn des Stückes enthält. Es gibt die Vermutung, dass Ludwig Nohl diese Skizze komplettierte und als echten Beethoven verkauft hat. Da Nohl ansonsten aber als rechtschaffen gilt, spricht einiges für Theorie 4. Es gab doch eine Elise oder vielmehr eine Elisabeth. Nämlich die Sängerin Elisabeth Röckel, die Beethoven angeblich rund ums Jahr 1810 zu heiraten gedachte. Auch daraus wurde nichts. Aber dass Beethoven für diese Elisabeth eine musikalische Erinnerung schrieb, ist die wahrscheinlichste Option. Zumal Elisabeth Röckel erzählte, dass Beethoven sich noch Jahre später bei einer Abendgesellschaft sehr für sie interessiert habe. Er ließ in der Ausgelassenheit seines rheinischen Naturells nicht nach, mich zu stupfen und zu necken, sodass ich mich gar nicht vor ihm zu retten wusste. Und
Und da Elisabeth Röckel Wien im Jahr 1810 verließ, passt die Theorie ganz gut, dass Beethoven ihr einen musikalischen Abschiedsgruß schrieb. Zur Veröffentlichung gedacht war dieser Gruß zunächst nicht. Erst in seinen letzten Lebensjahren begann Beethoven mit einer Überarbeitung, die wohl als Teil eines Zyklus von Bagatellen veröffentlicht werden sollte. Er legte das Projekt dann aber zur Seite und beendete es nie. Erst 40 Jahre später veröffentlichte Ludwig Nohl die Noten in einem Band mit Briefen Beethovens und startete damit die bis heute andauernde Karriere als Ohrwurm. Das Für Elise heute überall erklingt, unzählige Handys inklusive, ist also nun wirklich nicht Beethovens Schuld. Genauso wenig wie die zahllosen Adaptionen, denn Für Elise kann man verjazzen. Oder rappen. If you think it's time to fucking rock and fucking roll out of control, well then you know you've got to rock the block, you fucking sock, my fucking cock. Oder wie Katharina Valente zum Schlager umfunktionieren. Rote Rosen werden blieb, du war lieber, du war lieber, auf der Welt, du war lieber, Bruder. Wenn wir zwei uns wiedersehen, du war lieber, irgendwo, du war lieber, auf der Welt, du war lieber, lieber, ist auch mein. Dann doch lieber das Original, sei es vom Klavierschüler, vom Straßenmusiker oder vom Profipianisten. Am liebsten in einer Fassung, die den Wert der kleinen Miniatur zu schätzen weiß. Denn zum einen ist Für Elise ein kleines, aber durchaus originelles Klavierstück, das exemplarisch die typischen Elemente von Beethovens Kompositionstechnik vereint. Und zum anderen zeigt es uns den Komponisten als Künstler an der Schwelle zur Romantik, bei dem Musik immer auch Ausdruck des eigenen Befindens ist. Ich habe niemals daran gedacht, für den Ruf und die Ehre zu schreiben. Was ich auf dem Herzen habe, muss heraus. Und darum schreibe ich.